Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abonnentinnen und Abonnenten von agsmart Infodienst. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem vierten Beitrag in der agsmart Serie, in dem agsmart Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Es ist Kapitel 3 und dieses Kapitel ist überschrieben mit der Überschrift Milchprodukte und Lebensmittel, also Milchprodukte, Lebensmittel und Medizin. Ehe ich auf die schon angekündigte Auseinandersetzung wieder auf wissenschaftlicher Ebene zwischen Milchbefürwortern und Milchgegnern eingehe, die verglichen sind mit den Studien und Studienergebnissen, die mir vorliegen und die ich hauptsächlich aus dem Buch, wie Sie auch wissen, von Dr. John Dujard habe. Ehe ich also darauf eingehe, möchte ich nochmal vielfachen Wunsch erläutern, was eigentlich meine Zielstellung ist mit diesem Kurs. Mit diesem Kurs, der da überschrieben ist, Esst Weizen, trinkt Milch. Die Zielstellung dieses mehrteiligen Kurses besteht natürlich im Rahmen meines gesamtübergeordneten Ziels darin, die Lebensqualität von Ihnen mithelfen zu verbessern, Ihnen zu helfen mit der Vermittlung von Informationen, mit dem Verbessern von Wissen bei Ihnen dazu zu kommen, Leben ohne Krankheit zu genießen. Und zwar immer durch Methoden, die selbst durchgeführt werden können und die ohne Risiken, Folgeerkrankungen oder andere Gefahren bestehen. Da haben wir nun schon weit über 150 Methoden kennengelernt, die Sie nachlesen können in unserer Wissensbasis agsmart Basic. Wenn Sie Abonnent sind, ist es leicht, dort den Zugang zu haben. Und es ist die Frage, wenn Sie ja nun um auf das Thema Esst Weizen, trinkt Milch noch näher einzugehen und die Zielstellung dort Ihnen zu erläutern, was meine Zielstellung ist, dass Sie ja mit dem Weglassen von Milch, von Weizen, Getreide, mit dem Weglassen von Gluten aus Ihrer Nahrung oder auch von Milchprodukten Sie ja offensichtlich große Vorteile genießen. Es geht Ihnen besser, Sie haben eine bessere Lebensqualität, wenn Sie das weglassen. Warum rede ich dann hier mit einem mehrteiligen Kurs in der Richtung, dass Sie das bitte noch einmal überprüfen sollten, und mit dem Hintergrund, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie das beachten, was ich an Wissen in diesem Kurs vermittle. Das Weglassen bringt ja nämlich nur die Beseitigung der Symptome und nicht der Ursachen. Es kann also ausreichen, um die Symptome wegzulassen. Kann es also sein, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie kein Gluten oder keine Milchprodukte zu sich nehmen? In vielen Fällen, ich möchte sagen, in der überwiegenden Zahl der Fälle ist es jedoch so, dass dahinter steckt eine Verdauungsstörung. Und diese Verdauungsstörung, die beseitigen Sie nicht, indem Sie einfach Lebensmittel weglassen, sondern da droht, wenn das so ist, dass eine Verdauungsstörung die Ursache ist für Ihre Unverträglichkeit zu Milch, Milchprodukten und zu Weizen, Gluten. Wenn das nämlich nicht von der Ursache her betrachtet wird, von der Ursache angegangen wird, dann droht Ihnen mit hoher Sicherheit später eine ernsthafte chronische Erkrankung, die sich überall zeigen können, zum Beispiel im neurologischen Bereich. Da kann Alzheimer draus werden, wenn man dem nicht nachgeht. Und es ist einfach und das hauptsächlich im Kurs 2, beziehungsweise im Teil 2 unseres Kurses. Jetzt sind wir noch mit unserem heutigen zu erwartenden Kapitel 3 im Teil 1. Aber der Teil 2 beschäftigt sich dann mit Lösungen. Und die Lösung lautet, entfachen Sie Ihr Verdauungsfeuer. Sie lernen da vielfältige Möglichkeiten, ganz einfache Möglichkeiten kennen und können somit etwas tun gegen die Ursachen Ihrer angeblichen Unverträglichkeit und können dann wieder Weizen, Milch, Milchprodukte, Gluten zu sich nehmen, denn, und das ist auch sicherlich für viele von Ihnen etwas Neues und im weiteren Verlauf des Kurses lernen Sie das kennen, denn auch Gluten und die Milchprodukte und Milch und Weizen bieten eine Verbesserungsmöglichkeit Ihrer Gesundheit und sie sind, man kann das auch aufgrund der Studien, die mir vorliegen, sagen, sie sind sogar notwendig für die Verbesserung des Gesundheitszustandes. Ziel ist es also, am Ende dann die Verdauung zu verbessern, das Verdauungsfeuer zu entfachen und
Wir lernen das sehr gut kennen im Teil 2. Wenn das nämlich nicht passiert, dann, und wir haben das schon in einigen Kapiteln kennengelernt, Sie werden das Wissen noch weiter vertiefen bei Ihnen, dann geschieht nämlich ein Stau, eine Anhäufung von Giften und Schadstoffen in den Lymphen. Und deshalb gehört auch zur Anfeuerung das Verdauungsfeuer, die Anfeuerung der Lymphfunktionen. Und wenn das also nicht geschieht, dann sammeln sich Gifte, Schadstoffe in den Lymphen an und führen dann zu diesen von mir schon erwähnten schweren Erkrankungen, die nicht nur im neurologischen Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen lebensbedrohlich sein können. Und ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass neue Erkenntnisse uns vermitteln, Studienergebnisse uns vermitteln seit kurzem aus der Wissenschaft, dass wir Lymphbahnen, ein Lymphsystem im Hirn haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine nur Unterdrückung der Symptome dazu weiterführt, dass es Ansammlung von Giften und Schadstoffen gibt, auch im Hirn, übrigens auch in den Fortpflanzungsorganen, dann haben wir dort Probleme. Nämlich in Fortpflanzungsorganen und was ich noch viel bedeutender finde, nämlich neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz als Beispiel, dass die dann dazu führen, weil wir nicht beachtet haben, unser Verdauungsfeuer, unseren Lymphstrom zu verbessern. Und wie gesagt, wenn man erstmal weiß, wenn man das seit kurzem in der Wissenschaft weiß, dass eben auch das Hirn ein Lymphsystem hat und dass dieses arbeitet, wenn wir schlafen, dann geht es darum, dass wir dieses Lymphsystem unterstützen, um nicht an den Verdauungsproblemen dann zu scheitern und dort unsere Lebensqualität einengen und einbüßen müssen. Es vollziehen sich also, wenn wir über verbesserte Verdauung dann letzten Endes Gluten, Weizen, Milch, Milchprodukte mit deren vorteilhaften Bestandteilen, wenn wir die also aufnehmen und wirklich aufnehmen im Sinne der Verdauung, vollziehen sich dann wirklich große Vorteile für den Gesundheitszustand. Das bedeutet Vorteile für die Lebensqualität, das bedeutet Leben ohne Krankheit. Deshalb also auch dieser Kurs und deshalb hier meine Einfügung, meine Erklärung, noch einmal meine Betonung der Zielstellung, die ich hier habe. Und nun zum Kapitel 3. Milchprodukte, Lebensmittel und Medizin. Ganz ähnlich wie das Gluten wurden auch Milchprodukte als sogenannte verbotene oder ungesunde Lebensmittel, ich sag mal, verunglimpft oder verteufelt. Beim Gluten scheint es ja genauso zu sein, wie es mit dem Cholesterin ist, dass man also auch in der Nahrung Cholesterin meiden sollte, was die Wissenschaft viele, viele Jahre gesagt hat, was amtliche Behörden gesagt haben und wo es dann nach 40, 50 Jahren dazu gekommen ist, dass man sagt, nein, wir haben uns geirrt, es liegt nicht am Cholesterin in der Nahrung und genauso ist es sicherlich mit dem Gluten. Dort wird es auch die Erkenntnis bringen und ich helfe mit diesem Kurs dazu bei, dass die auch die Erkenntnis gewinnen, dass nicht das Gluten der Schuldige ist, sondern das fehlende Verdauungsfeuer und Lymphe, die nicht gut arbeiten und dort befindliche Gifte, Schadstoffe die Beeinträchtigung vollziehen, die wir befürchten und dazu führen. Also wir haben gesundheitliche Vorteile, wenn wir Gluten nehmen und ich kann es schon vorwegnehmen, wir haben auch gesundheitliche Vorteile, wenn wir über die Verdauung dazu in der Lage sind, mit Milchprodukten zu arbeiten und es ist also so, dass wir nicht durch Weglassen bloß die Symptome der Verdauungsprobleme lindern sollten, sondern wir sollten unbedingt an die Ursache gehen, und um später gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Da unsere Vorfahren keine Kühltechnologie und nur begrenzte Konservierungsmöglichkeiten kannten, konsumierten sie Milchprodukte wie alle Nahrungsmittel nur zu bestimmten Jahreszeiten. Erinnern Sie sich bitte, bei Gluten habe ich das auch beim Weizen schon erwähnt, zu welchen Jahreszeiten Weizen geeignet ist und zu welchen Jahreszeiten man eigentlich weniger davon oder gar nichts davon essen sollte. Kühe kalben im Frühling und zu dieser Zeit ist ihre Milch nur für ihr Kalb bestimmt. Bis zum Herbst ist das Kalb groß
und fett genug, um einen Winter zu überstehen, sodass Milch für die Menschen übrig bleibt. Daraus schließen wir also, wir können ohne uns konzentrieren auf die Zeit, auf die kalte Jahreszeit, wo wir Milch und Milchprodukte genießen. Ich differenziere das noch später etwas mehr. Und nun zu einigen Fragen bzw. Aussagen von Milchbefürwortern bzw. Milchgegnern. Wir beginnen mit der ersten Frage. Das Lager der Milchgegner sagt, viele Gesundheitsfachleute berichten, dass es gesünder sei, Milchprodukte zu vermeiden, als sie zu verzehren. Die Antwort der Esst-Weizen-Befürworter lautet, sie werden vielleicht überrascht sein, wenn sie von Forschungsergebnissen hören, die zeigen, dass der Verzehr von Milchprodukten vor Krankheiten wie Schlaganfall, Diabetes, Demenz, bestimmten Krebsarten, koronaren Herzkrankheiten, Osteoporose, Bluthochdruck und Übergewicht schützt, was insgesamt einen gesundheitlichen Vorteil gegenüber Populationen bedeutet, die keine Milchprodukte konsumieren. Zudem sind Milchprodukte in unserer Nahrung eine wichtige Quelle von Kalzium und letzteres ist in angemessenen Dosen unentbehrlich für unsere Gesundheit. Das also zu der ersten Frage. Die zweite Frage, die Milchgegner sagen, Studien deuten darauf hin, dass man durch Milchprodukte zunimmt. Die Esst-Weizen-Befürworter antworten aufgrund ihrer Studienlage Folgendes. Tatsächlich zeigen viele Studien, dass Milchprodukte eine gesunde Gewichtsabnahme und Senkung des Body-Mass-Indexes unterstützen. In einer Studie, bei der eine Gruppe von übergewichtigen Erwachsenen 20 Wochen lang einem Programm zur Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten teilgenommen hatte, wurde beispielsweise festgelegt, dass ein höherer Konsum von Milchprodukten der wichtigste mit Gewichtsverlust assoziierte Faktor war. Ja, dann die nächste Frage. Die Milchgegner sagen, Studien kommen zu dem Schluss, dass Milchprodukte Entzündungen begünstigen und Gelenkschmerzen verschlimmern. Die Esst-Weizen-Befürworter antworten darauf. Sie sagen, Forschungen ergaben, dass zwischen Milchprodukten und einer Verringerung des Risikos für Gichterkrankungen, also einer Verringerung des Risikos für Gichterkrankungen, die mit Arthritis assoziiert sind, ein Zusammenhang besteht. Die nächste Aussage der Milchgegner ist, bestimmte Quellen deuten darauf hin, dass Milchprodukte Hirnleistungsstörungen verursachen. Esst-Weizen-Befürworter antworten darauf hin. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, in denen festgelegt wurde, dass bei einem erhöhten Verzehr von Milch und Milchprodukten, speziell von fettarmer Milch und Milchprodukten, das Risiko für Alzheimer-Krankheit, Demenz und das Nachlassen der kognitiven Fähigkeit sinkt. Also Studien zeigen das Gegenteil, was eben Weizenbefürworter hier dazu gesammelt und untersucht haben. Milchgegner sagen, Menschen mit einer diagnostizierten Laktoseintoleranz müssen sämtliche Milchprodukte strikt meiden. Darauf möchte ich etwas mehr antworten aus dem Lager der Esst-Weizen-Befürworter. Folgendes. Reden wir erst einmal über Laktoseintoleranz. Das Anzeichen und Symptome der Laktoseintoleranz setzen in der Regel 30 Minuten nach dem Verzehr von Laktose enthaltenen Speisen ein. Zu den häufigen Symptomen und Zeichen gehören Übelkeit, verstopfte Nebenhöhlen, Bauchkrämpfe, Blähbauch, Blähungen und Durchfall. Hier die gute Nachricht. Menschen mit Laktoseintoleranz können jedoch dennoch Milchprodukte essen, die von Natur aus laktosefrei sind, sagen viele Fachleute. Während des Herstellungsprozesses von Käse und besonders von Hüttenkäse wird die Laktose in die leichter verdauliche Milchsäure umgewandelt. Selbst wenn Sie wissen, dass Sie eine Laktoseintoleranz haben, sollten Sie trotzdem Käse essen können. Rohmilchkäse zum Beispiel wäre ein Weg. Dort muss man eben bestimmte Dinge beachten, auf die ich hier jetzt nicht noch weiter eingehen möchte. Ja, soweit also zu einigen Fragen. Ich hätte auch noch hier die Milchbefürworter, die Folgendes sagen. Entrahmte Milch hat weniger Kalorien, deswegen ist sie die bessere Wahl. Die Esst-Weizen-Befürworter entgegnen oder bestätigen diesen Milchbefürwortern Folgendes. Ja und nein. Durch das Abschöpfen des Rahmens
entsteht ein kalorienärmeres Getränk, das mehr Proteine und Mineralstoffe enthält und schwerer verdaulich ist. Die Fette in der Vollmilch, die in entrahmter Milch nicht mehr enthalten sind, bauen das Nervensystem auf und halten es im Gleichgewicht. Zudem funktionieren sie als Träger, die das Calcium und die fettlöslichen Vitamine A, D3, E und K direkt in die Zellen transportieren. Allerdings kann entrahmte Milch eine weniger toxische Möglichkeit sein. Warum das so ist, lesen wir später weiter. Zur nächsten Frage. Die Milchbefürworter sagen, Biomilchprodukte sind den höheren Preis nicht wert. Esst Weizen? Befürworter antworten. Eines der Probleme bei Milchprodukten, die nicht aus biologischer Erzeugung stammen, liegt darin, dass die Chemikalien, Hormone und Giftstoffe in unserer Welt im Allgemeinen fettlöslich sind. Milch steht in der Nahrungskette ziemlich weit oben und daher wandern Giftstoffe über das Futter in die Milch und gelangen in die fettigen Bestandteile. Sie können die Unmengen an Antibiotika, Wachstumshormonen und Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Milch nur vermeiden, wenn Sie Biomilch kaufen, denn die enthält keine dieser fettlöslichen Chemikalien. Wenn Sie konventionelle Milch trinken müssen, zum Beispiel in einem Café, entscheiden Sie sich für entrahmte Milch. Ja, die ist zwar schwerer verdaulich, aber sie enthält praktisch kein Fett und daher nicht die Hormone, Antibiotika und Schädlingsbekämpfungsmittel, die in Vollmilch oder anderer Milch enthalten ist. Und nun eine weitere Aussage von Milchbefürwortern. Homogenisierung ist eine Form der Milchverarbeitung, die die Haltbarkeit verlängert und die Verdaulichkeit verbessert. Jetzt kommt die Antwort der Esst-Weizen-Befürworter. Aus ayurvedischer Sicht, ebenso wie aus der Sicht vieler Wissenschaftler, macht das Homogenisierungsverfahren das Fett in der Milch unverdaulich. Die Fettrahmmoleküle werden durch einen sehr feinen Filter gepresst, um sie homogen, das heißt den anderen Molekülen in der Milch, gleich zu machen. Dieses homogene Fett ist ein dem Körper fremdes Molekül. Wenn die Innenhaut des Dünndarms schwach ist, passiert dieses Molekül sie häufig unverdaut und bildet körperfremde Rückstände, die sich an den Wänden der Lymph- und Blutgefäße festsetzen können. Einige Wissenschaftler sind der Auffassung, dass sie bei diesem Prozess ein toxisches Enzym namens Xanthinoxidase ins Blut gelangen und die Arterienwände schädigen kann. Durch diese Radikalschäden an der Arterie bildet sich Narbengewebe. Auf den Narben sammeln sich Nahrungsfette an, verändern den Blutfluss in der Arterie und schädigen unsere Gesundheit. Also eine klare Antwort. Ich weiß und ich denke, viele von Ihnen wussten schon, dass die Homogenisierung nicht gerade sehr gut ist für unsere Gesundheit. Aber hier haben wir es noch einmal ein bisschen fundierter bewiesen, warum das so ist, um das zu verstehen. Ja, das wären an sich, ich sehe gerade nach, sozusagen die Aussagen und Gegenaussagen. Damit will ich Sie wiederum auch nicht verwirrt haben. Ich will Ihnen nur die Problematik damit nennen. Und Sie erkennen daran übrigens wieder, dass eben Gifte, Lymphsystemeinschränkungen, Verdauungseinschränkungen die Probleme sind, die Ursachen verursachen ist gut, also die für die Ursachen zuständig sind und nicht etwa die Milch selbst. Wir haben das gleiche Verhältnis wie bei Gluten und bei Cholesterin, denke ich. Ich möchte noch etwas jetzt erwähnen zu der Fermentierung. In den westlichen Ländern sind wir die einzigen, die eben Milch einfach so gläserweise trinken. Und das ist nicht in allen Kulturen so. In den älteren und mehr auf Gesundheit bedachten Kulturen ist es so, dass man dort die Milch fermentiert. Und da ist es also möglich, dass dort die Lactobacillus-Bakterien die Laktose
setzen, verstoffwechseln und daraus Milchsäure machen. Milchsäure produzieren, die viel, viel verträglicher ist. Ebenso wirken diese Lactobacillus-Bakterien beim Abbau des Caseins in Milchprodukten mit. Casein ist ein sehr schwer verdauliches Protein, ist in Kuhmilch reichlich vorhanden, findet sich in der menschlichen Muttermilch jedoch nur in geringen Mengen. Beim Fermentierungsvorgang wird das Casein in leicht verdauliche Aminosäurebestandteile aufgespalten. Und das ist der Vorteil und somit kommen wir sozusagen zum Ergebnis von Milchprodukten, die eben fermentiert sind. Und in einem Bericht wird festgestellt, dass die Proteine in Joghurt doppelt so schnell verdaut werden wie Proteine in unfermentierter Milch. Käse, Kefir, Joghurt und Buttermilch sind natürlich Probiotika, die eine Vielfalt von gesunden Mikroorganismen im Darm begünstigen. Sie sollten jeden Tag kleine Mengen dieser mit Kulturen versetzten, vorzugsweise Bottich pasteurisierten Biomilchprodukte essen. Ja, das ist, sagen wir mal, der Vorteil, wenn wir hier besonders Joghurt als äußerst gesundheitsförderndes Lebensmittel kennengelernt haben, dann zählt das in Indien zum Beispiel auch zu den Heilmitteln. Und das hat seine Gründe. Ja, hier möchte ich noch etwas zum Ghee sagen. Das schreibt sich G wie Gustav, H wie Heinrich, E wie Emil, also Ghee. Ghee ist ein gesättigtes Fett mit einer unglaublichen Leistungsbilanz. Und ich bitte Sie, einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass wir hier eine noch die Butter, die aus Milch gemacht wird, aus Kuhmilch gemacht wird, die Butter noch übertreffen in der Leistung, in der Qualität durch Ghee. Ghee ist eines der Kronjuwelen der ayurvedischen Medizin. Es ist ein delikates, aromatisches, gesättigtes Fett, das bei Zimmertemperaturen fest ist und beim Erwärmen schmilzt und flüssig wird. Ghee wird hergestellt, indem ungesalzene Butter durch Kochen die Milchtrockenmasse, und das besteht hauptsächlich aus Casein, Molke und Laktose, dass die entzogen werden der Milch, sodass nur eine einzige Mischung von Fettsäuren übrig bleibt, die sehr gut ist für das Herz. Und hier möchte ich an sich das nicht weiter von den Hintergründen beleuchten, sondern nur noch mitteilen, zum Kochen gibt es kein besseres Fett als Ghee, da es mit 252 Grad Celsius mit den höchsten Siedepunkt von allen Speiseölen hat, bildet es sich beim Kochen, auch bei hohen Temperaturen bilden sich dort keine freien Radikale oder oxidierte Moleküle. In unseren Augen ist Ghee ein Lebensmittel, aber wie ich schon sagte, aus ayurvedischer Sicht ist es ein hochwirksames Lebensmittel. Also ganz, ganz wunderbar. Und in Kapitel 12 beschreibe ich eine viertägige kurze Entgiftungskur für zu Hause mit Ghee, die mit dem evidenzbasierten lipophil vermittelten Entgiftungsverfahren arbeitet, das seit Jahrtausenden angewendet wird. Und genauso ist die Butter wieder da. Butter besteht ja aus Butylsäure und hier können wir auch große, große Vorteile sehen, indem wir eben Butter, ist ein Milchprodukt, indem wir eben Butter verzehren. Nun bin ich am Ende dieses Kapitels 3 angekommen und es bleibt mir noch ein Ausblick. Es geht nicht darum, Weizen und Milchprodukte aus ihrer Ernährung zu verbannen, weil sie ihnen Unverträglichkeitssymptome verursachen. Das tieferliegende Problem besteht darin, dass ihre Verdauung beeinträchtigt und geschwächt ist. Und das ist der Grund für ihre Probleme bei der Verdauung dieser Lebensmittel. In Kapitel 4, also im nächsten Kapitel, gehe ich dem Problem genauer auf den Grund und beschreibe die Rolle der Lymphe und was sie mit den Symptomen zu tun hat, die auftreten, wenn wir schwer verdauliche Lebensmittel wie Weizen- und Milchprodukte essen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freuen sich auf Kapitel 4, was dann heißt, es liegt nicht am Getreide, sondern an den Lymphgefäßen.